Guido Westerwelle hat Glück. Als er ins Lager kommt, herrscht Windstille. Dennoch sind Hemden und Schuhe umgehend mit rotem Wüstenstaub überzogen. Alltag für die Menschen hier in Sattari nahe der syrischen Grenze. 28.000 sind es inzwischen, nur 6 Wochen nach Öffnung des Lagers. Jede Nacht kamen zuletzt 1.000. Zwischen Wasserzapfstellen, Duschen und Mobiltoiletten stapft der Außenminister durch den Wüstensand, spricht mit Kindern die Hälfte der Lagerbewohner und wirkt beeindruckt von den Verhältnissen, unter denen die Flüchtlinge noch unbestimmte Zeit ausharren müssen. Ebenso von dem Aufwand, der hier für das Nötigste getrieben werden muss. Wenn man bedenkt, dass Jordanien selber große eigene wirtschaftliche und soziale Probleme hat, dann ist es ganz besonders vorbildlich, wie sehr sich Jordanien engagiert, dass es die Flüchtlinge ins Land lässt, dass es sie versorgt. Und das verdient auch unsere deutsche und internationale Unterstützung. Wir werden noch einmal mit weiteren 2 Millionen Euro sicherstellen, dass hier die ersten Vorbereitungsmaßnahmen auch für die kälteren Wochen getroffen werden können und dass Wasser- und Abwasserinfrastruktur weiter ausgebaut werden kann. Hier sieht man, dass die Mitmenschlichkeit und dass die Solidarität und die Großzügigkeit auch anerkannt wird und wir sollten so weitermachen. Leider müsse man sich wohl darauf einstellen, dass das Lager noch lange gebraucht wird. Das Weltflüchtlingswerk UNHCR plant bis zum Jahresende mit 80.000 Menschen, die es in Zelten und später vielleicht Containern unterzubringen gilt. Jetzt bei 40 Grad Hitze, bald bei empfindlicher Kälte in der Wüstennacht. Da gehen manchem schon mal die Nerven durch. Immer wieder gibt es Proteste gegen die Bedingungen. Jordanien will seine Sicherheitskräfte, die Flüchtlinge am Verlassen des Lagers hindern, auf 2.000 aufstocken. Als letzte Woche Steine auf Wächter flogen, reagierte die Regierung mit Härte. Sie schob 200 Syrer ab, zurück ins Bürgerkriegsland, angeblich auf eigenen Wunsch. Ich glaube, sie wollten nicht bleiben, sagt Jordaniens Außenminister Judy auf unsere Frage. Wenn Sie mich nach Verantwortung fragen, dann sind die 28.000 hier unsere Verantwortung oder 180.000 im ganzen Land. Wir schicken niemanden nach Homs zurück. Guido Westerwelle wirkt da schon etwas zurückhaltender. Abschiebung ins Kriegsgebiet für den Außenminister mit den frischen Eindrücken in Sattari eine unangenehme Vorstellung. Ich habe das auch mit meinem jordanischen Amtskollegen erörtert. Er hat mir noch einmal versichert, dass es sichergestellt ist, dass alle, die auch Zuflucht suchen und die hier auch friedlich leben, hier auch einen Schutz finden werden. Dazu gibt es natürlich auch verschiedene Sichtweisen, die man auch berücksichtigen muss. Und es ist ganz wichtig, dass sie auch wirklich Schutz haben. Und diese klare Zusage habe ich noch einmal von meinem jordanischen Amtskollegen soeben gehört. Und der sagt dann noch, man müsse mit den Realitäten umgehen. Letztlich gäbe es keine humanitäre Lösung für politische Probleme.